Hallo zusammen, hier auf der ESA 2016. Ich bin der Marcel von Hi-Fi Journal und wir sind am Start von Audio und ich habe neben mir den Andreas stehen und der wird uns hier eine neue Anlage zeigen. Eine 2.1 Stereoanlage und die brauchen wir uns anschauen. Hallo Andreas. Hallo. Was hast du denn heute hier Schönes uns zu zeigen? Also, mal los. Wir haben eine neue 2.1 Anlage, zwei Lautsprecher, ein Receiver mit Netzwerkfunktionen für Audio Streaming und Internetradio. DAB ist auch mit drin zum digitalen Radio hören. Ein Subwoofer mit dabei, zwei Lautsprecher. Alle digitalen und analogen Geräte können hiermit eingebunden werden und somit habe ich ein kompaktes, sehr preiswertes System für zu Hause mit wenig Platzmöglichkeiten. Okay, du sagst analoge und digitale Schnittstellen, welche sind denn das genau, damit die Leser das auch nachvollziehen können? Digitale optische Eingänge, HDMI-Eingänge und analoge Eingänge, um eine diverse Quelle mit einbinden zu können. Okay. Man sieht ja, hier ist auch jetzt die neue Designsprache schon angelehnt. Also das klare Design, denke ich mal, das hat ja auch im Hintergrund. Kannst du dazu etwas sagen? Ja. Dadurch, dass alles etwas moderner wird und alles etwas schlichter und geradliniger wird, wurde das Design natürlich entsprechend auch übernommen. Und eine Slimline-Bauweise, weil heutzutage eben nicht mehr ganz so viel Platz ist. Okay, danke dir erstmal für die Information. Preis und Verfügbarkeit, hast du da schon etwas zu sagen für uns? Ja, das Gerät wird jetzt ab Oktober sofort zur Verfügung stehen und wird dann 799 Euro kosten. Alles klar, danke dir hierfür für den Moment. Wenn euch das Video gefallen hat, haut den Kommentar noch was rein, liked uns. Und schaut euch die anderen Videos von der Messe an. Bis demnächst, ciao!